Okay, also die drei da vorne müssen sterben. Die sind in dieser Etage oder eine weiter drüber? Gucken wir gleich mal. Das sind echt viele rote Punkte. Ich glaube, die sind hier links rum. Also auf dieser Etage. Jo, sehr gut. Töten, 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 töten. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Das waren gerade anderthalb. Zwei Echsen waren das gerade. Also wesentlich schnellere XP drin. Sehr gut. Wenn diese Augen nicht wären, wäre das ein richtig schöner Dungeon. Also die Ogre und Liche sind alles kein Problem. Aber genau das da, was eben gerade passiert ist. Das ist ein Problem. Das ist die Waffen. Genau, immer schön auf diese Helden. Ah, da war ein Auge. Dich können wir töten. Alle Mann weg. Ja, Buffs sind weg. Ist egal, wir zaubern jetzt. 132. Und weg. Sehr gut. Wir müssen alle sterben, die Augen. Und es sind ein paar. So, also bei euch. Du mach schnell den da. Hoffentlich hält er lange noch. Aber für euch brauchen wir sonst keine Zauberpunkte. Oh, da ist was Zaubernes. Ja, hinter dem Fenster, okay. Hier rum, darum, darum. Sind die gerade durchs Fenster geflogen, die doofen. Pass aber weg mit dir. So, genau, kaputt. Weg mal bitte Talana auf. Danke. Weg. Weg, da hinten ist ein komischer Fallenzauber. Wie komme ich da rein? Au, au, ja. Schon wieder Talana K.O. Da geht's nicht. Was ist hier? Nichts, okay. Darum hier durch? Nein. Okay, also muss ich jetzt eine Etage hoch und dann taktisch wieder runtergehen, oder? Wie kommt es zu den Augen? Da schon mal eins. Weg. Weg. Wow, wow. Ja, ja. Kannst wieder zaubern, sehr gut. Das Ding in der Mitte ist garantiert ein Teleporter. Weg. 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 Das Blaue da. Weil für eine Lampe wäre es noch ein wenig zu dominant im Raum. Keine Todesschreie, keine Zauber. Sehr ungewohnt hier drin. Weg mit dir. Da, Augen. Weg. Weg. Okay. Da sind noch rote Punkte, aber da werden wir nicht hinkommen. Spiel des Schicksals. Einfach so auf dem Boden. Okay. Oh, okay. Kling. Kristall. Nutzloser Kristall, nutzloser Kristall, nutzloser Kristall. Heißt aber auch, dass es irgendwelche guten Kristalle geben muss. Nutzloser, nutzloser, nutzloser. Yeah, okay. Ah, noch eine neue Etage. Diesmal geht's runter. Also das wird echt eine ganz schöne Weile dauern, bis wir hier durch sind, denke ich. Na, die Ecke hätte sich angeboten zum Schlafen, aber irgendwie muss hier was drüber oder drunter sein. Ja, ich höre was. Das könnten Litsche sein. Die Tür aus Schädeln. Liegt irgendwie nahe, dass es Litsche sind, hä? Und ein fliegendes Auge. Ganz allein am Ende eines Korridors. Ich hau mir so kaputt. Komm. Hau, hau, hau. Kaputt. Ja, hier ist nix. Das ist sehr verdächtig. Du such mal was. Nee. Und selbst hier können wir nicht schlafen. Irre langer Korridor. Nur einen Gegner, den wir umgebracht haben und... Ja, okay, da im Südosten scheint noch ein Weg zu sein.
Gut, gucken wir jetzt aber mal, was die Tür hier sagt. Litsche. Großlitsch. Kaputtlitsch. So, so, so. Krone, Gold, alles gut. Ihr könnt mir gar nichts. Alles ruhig da unten. Das wird jetzt die Brustwehr sein, die oben einmal rumführt, genau. Da geht's runter, ja. Warum ist Talana nicht durchgehend am Schreien? Du bist ängstlich, okay. Litsch laut, kaputt. Großlitsch, kaputt. Und noch ein Spiel des Schicksals. Damit sollten wir später echt... Was? Später echt mal rumexperimentieren. Da können ganz gute, dauerhafte Boni bei rauskommen. Hier ist irgendwo noch ein Gegner. In der Wand. Du hüpf mal. Ah, da bist du. Das sieht nicht sehr gesund aus. So, dürfen wir jetzt hier bitte, bitte irgendwo schlafen? In der Ecke vielleicht? Ja, sehr gut. Schlafen, schlafen. Nicht unterbrochen worden, das ist noch viel besser. So, du, Tag des Schutzes. Den Teleporter. Ja, könnte man benutzen. Aber ich will erstmal alles andere leer bekommen, sozusagen. Und wie kommen wir da hin? Da. Ne? Wo Kirugon durchdreht. Hier muss doch irgendwo eine Verbindung geben. Laut Karte. Hier schräg durch. Warte mal, du spring uns mal. Ja, genau so geht's da durch. Das ist der Kanonweg, den man gehen soll. Weg, 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 weg. Komm schon. So. Das ist keine Suchlinie hier. Ich hätte irgendwie einen Raum voller Augen erwartet. Aber nee. Schädelhaufen des Irrsinns. Nein. Schreckliches Auge. Bleib hier. Gott. Wo fliegt hier mal hin? Da. Weg. Wir werden jedes einzelne verdammte Auge umbringen. Wir könnten wahrscheinlich auch einfach durchlaufen. Aber ich habe keinen Nerv darauf, dass wir erstens nicht schlafen können. Und zweitens durch Wände hindurch irgendwie debufft werden. Weg mit dir. Hat außerdem übrigens noch irgendjemand gerade so ein Doom-T-Shirt bei den Augen hier. So. Da. Kaputt, 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 kaputt. Komm schon. So, weg, weg. Hinten ist noch welche. Wahnsinn, sollten wir heilen, bevor die Zauberpunkte alle sind. Nee. Du. Geist. Irrsinn heilen. Na, das macht müde. Und gleich wieder Irrsinn. Okay, erst töten, dann heilen. Klingt sinnvoll. So, an dich kommen wir noch ran. Schöne Nahkampfwaffen. Gib ihm. Buffs sind komischerweise noch alle da. Letzte Auge. Also hier in der Ecke. Tod. Du Heil Irrsinn bei dir. Ängstlich bist du auch noch. Ist okay. Das ist vollkommen okay. Irrsinn heilen bei dir. Gerugon sieht zwar ganz putzig aus, wenn er irrsinnig ist, aber auch bei ihm heilen wir den Irrsinn. Auch wenn ich weiß, dass man das ausnutzen kann. Psst. Wir wollen nichts ausnutzen. Da hinten schlafen. Sehr gut. Du.
Stunden der Kraft. Du, Tag des Schutzes. Eine Burg in der Burg. Schürlitsche. Du, den da. Wow. Debuff. Sehr gut. Noch ein Teleporter. Achso, der gleiche Teleporter, der uns genau dahin bringt, wo der, ne? Gut. Das sind ein paar mehr. Spam die Zaubertaste und die sind irgendwie alle durchgehend K.O. Also, ne? Betäubt. Schläfrig. Mach mal die Litsche weg, die sind schneller. Und das sind ein paar weniger Geschosse, die hier durch die Gegend geistern. Können wir nicht wirklich gut gegen anheilen. Oh, oh. Komm, 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 komm. Ein, zwei töten und dann drücken wir da drauf und kommen auch nicht raus. Hui, das war laut. Aber ja, Teleporter hat uns rausgebracht. Problem. Oh. Resistenz, Resistenz, Resistenz. Problem Nummer 1, wo kommt ihr her? Die waren vorher nicht da. Sind wir überhaupt bei demselben Teleporter, wo wir am Anfang waren? Ja, sind wir. Genau, Problem, was ich sagen wollte. Wenn wir jetzt schlafen würden, würde Lay zwar aufwachen, aber sie könnten eventuell nicht mehr uns heilen. Obwohl, wir haben inzwischen solche Skills, das kriegen wir hin. So, du? Ja, du regenerierst nur keine Zähne. Oh. Wir haben inzwischen solche Skills, das kriegen wir schon hin und geht nicht. Also wir müssen jetzt hier rausspringen, das ist schade. Du? Leuchtfeuer setzen hier rein. Und hast jetzt bestimmt nicht genug, um uns rauszubringen. Richtig. Hast du irgendwas, was regeneriert? Ja, sehr gut. Du bring uns bitte nach Neusorpigal. Rufweisen. Oh, hier hatten wir schon, okay. Hier heilen wir uns jetzt von dem Irrsinn. Und spenden immer mal wieder zwischendurch ein bisschen was. Dann springen wir nach Blackshire. Wenn ich das nicht gerade wieder verwechsel. Wie sie alle gehen, Himmel starren. Sehr schön. Blackshire, genau. Laufen von hier aus wieder nach Süden. Also fliegen, ne? Nach Süden. Bis wir zu dem Gebiet kommen, wo die Trainingshalle war für Level 60 plus. Oh, wir können hier auch mal kurz gucken. Ist ja auch schon ein etwas schwierigeres Gebiet als Freehaven zum Beispiel. Aber es ist gerade zu... Na gut, was soll's. Sonnenaufgang. Sonnenaufgang eine Stunde. Jo, geht. Okay. Okay. Luft würde Sinn machen, Meditation würde Sinn machen. Obwohl es mit den Zauberpunkten langsam eigentlich geht. Also wir haben nicht mehr so eine Bedrängnis wie vorher. Weil wir halt immer mehr Level haben, dadurch immer mehr Zauberpunkte. Irgendwas, was du noch lernen musst, außer Speer ist auf 10. Bogen eigentlich, weil sie ist ja eine Schützin. Sie ist die peinlichste Schützin überhaupt. Warum hast du eine Keule im Inventar? So. Also, wir würden jetzt gerne zurückspringen nach Burg Dagmar. Würden wir uns gerne durchbuffen. So. Würden wir gerne weiter töten. Wir springen jetzt aber nicht zurück in den Teleporter, sondern wir hatten hier irgendwo ein Gebiet, wo wieder neue Augen waren, die ich nicht so wirklich auf dem Plan hatte. Genau hier. Wir sind vielleicht durch den Teleporter gekommen. Kaputt. Gott. Stehen mitten in der Falle, ist okay. Mach den da oben kaputt. So. Dich noch weg und dann ist Ruhe. Danach werde ich etwas testen.